Moin und herzlich willkommen hier, euer Atomparty und... Euer Nintendo, was geht? Neue Begrüßung oder was? Nein, Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu DPS Season 2, Spieltag 6. 6. 6. Yes. Spieltag 6. Was hatten wir letzten Spieltag? Richtig. Zwei Siege in Folge hatten wir letzten Spieltag erreicht. Gegen Hexofeed. Diese Woche geht's mit unserem Team Scorpion Union an den Start gegen den Spitzenreiter zurzeit. Also Spitzenreiter, Spieltag 6. Übrigens, ich weiß nicht, wieso die Standards sind, dass wir dienstags die Videos hochladen. Wir versuchen es jetzt mal diese Woche an einem Sonntag. Weil TJ hat Ferien und jetzt mehr Zeit. Juhu. Und das heißt, wir können auch besser Team bilden, weil der Typ diese Woche ein Genie war. Ein komplettes Genie. Ja, dazu aber kommen wir gleich. Wir kommen erstmal zu unserem Gegnerteam, nämlich Spitzenreiter Pion Dragisch. Mammutl, Angst. Ich will nicht. Nein, Spaß. Eigentlich ist das Schlimme als Tohaido, weil. Also das Team-Building war gar nicht so schwer, wie wir dachten. Wir wussten nur, gegen die Boys brauchen wir was Kreatives. Wir sehen das Tohaido. Ja. Wir sehen insgesamt, deren Team ist nicht gerade schnell. Deren Team ist sogar recht langsam, finde ich. Ja, also was? Das Einzige, was mitbringt, ist Mienshao und Tohaido. Und ja, also Tohaido muss halt erstmal den Speedboost bekommen in der Normalform. Dafür darf es nicht mal megern. Also, ja, ne, es halt darf nicht megern, sonst hat es halt Strongjaw, ne. Mammutl ist halt einfach ein gutes Mon MS, ne. Ich finde Klefki halt zur Zeit, einfach weil Magiana nicht da ist, übel das coole Mon. Übel auch das gut defensive Mon, ne. Ja. Akani ist halt offensiv, defensiv, macht beides work. Ja, hat nur Teleport mit Sachen, kann speziell. Dann der Kehranglistenführer bis zum sechsten Spieltag jetzt, nämlich Tandrak. Das Ding ballert einfach rein. Es ist zwar langsam, aber das Ding kann hier gefühlt fast alles one-hitten, wenn es möchte. Ja, und es tankt halt auch noch viel. Dann Mon, was sie uns weggesniped haben, nämlich Maruder. Ich liebe dieses Typing halt einfach und das Ding hat Spin. Ja, das ist cool. Poltergeist mit dem neuen Moves. Genau. Dann Donarion ist ganz cool. I guess. Wieder also langsam, aber Donarion ist auch etwas langsamer. Das insgesamt deren Bait hier ist, glaube ich, alle nur ein Speedpunkt voneinander entfernt oder so. Ja, die sind alle auf 40, das ist. Die sind alle auf 40 bis 45. Ja. Das meinte ich halt auch mit lang. Ja. Bruder, wer ruft dich an? Niemand. Der Business habende Boy. Dieses Finanzamt einfach so. Der Business habende Boy, Alter. Nee, aber. Ja, Donarion ist halt. Sticky Webs sind ganz geil und so, ne? Ja. Dann das Mushana, also das Somnivora. Ja, Somnivora ist scary, weil es tankt halt und es teilt aber auch dafür recht gut aus für ein C-Mon. Das ist halt wirklich scary. Goofa ist ein Meme. Goofa ist aber cool. Ich liebe Goofa. Ja. Wir müssen aufpassen auf Konter Spiegelkips und vor allem Trap. Ja. Humanolith war jetzt nicht das, wovor wir Angst hatten, aber es ist halt da. Es böllert mit Band zum Beispiel rein. Es ist ein cooler Mono. Dann gibt's noch Skalux. Skalux ist süß. Skalux ist niedlich. Skalux ist Skalux. Skalux sehen wir nicht. Ja. Es ist halt. Es ist halt ein Skalluk, ne? Es ist halt ein schlechteres Grifades, aber damit halt aber trotzdem ein gutes Mon. Ja. Und jetzt. Aber was wir halt gegen uns gar nicht gesehen haben, weil das Skalluk einfach super passiv ist und. Also. Und Leute, wir kommen erstmal zu unseren Mons. Und diesmal dachten wir uns, wir fangen einfach unten an bei dem Poképaste. Ihr seht schon, Versus Pion Dragisch, bei eurer größte Schwäche, das Kryptonit von Pion Dragisch und Hexofeed. Und ich. I want one kill, denn. Diesen Spieltag heißt es gewinnen oder ich will mindestens einen Kill landen, damit ich gegen Pion Dragisch mal einen Kill gemacht habe. Was ich letzte Season nicht hinbekommen habe. Grüße gehen raus an Benny. Ich hasse euch immer noch, dass ihr meinen Draftliga-Auftakt so hart kacke gemacht habt. Ja. Bro, kannst du deine Discord-Benachrichtigung mal ausstellen? Ja, Digga, das Finanzamt spendet mich gerade zu. Egal, wir kommen an zu Mizzet Junior, Rhydon, Evolith, Lightning Rod, because
warum nicht? Alle drei Fähigkeiten wären useless gewesen bei diesem Set. Wir spielen Earthquake, ja. Stone Edge Crunch und Rock Polish mit Evolite, gespeed creep, sodass wir auf +2 schneller sind als Mienschau und als ein Not Speed Boost Torhido. Ja, und wir sind halt mit diesem Investment halt schneller als diese ganzen Full HP Tandrax und so ein Kack. Ja, oder halt zum Beispiel auch Donarion und so ein Scheiß. Ja. Der Plan war halt Rock Polish, wir gehen +2 und böllern halt übelst rein, weil Vihornia ist in dem Matchup halt super krass, Rizoros. Weil die haben viel Bodenschwächen. Ja, Rizoros, sorry. Rizoros ist halt so krass, weil die haben halt so viele Bodenschwächen, die wechseln auch gar nichts in Gestein rein. Und das Einzige, was es noch ein bisschen was machen kann, ist Muruda und dafür ist halt der Crunch da. Dann kommen wir zu Pixie, das darfst du mal erklären. Ja, zu unserem lieben Pixie. Und diesen Spieltag, ich hatte ja mit Xatu schon im TPL-Talk, gerne mal vorbeigucken, geredet, dass ihr Team halt ziemlich langsam ist. So. Und wir nehmen ja normalerweise so defensive Pyxis mit. Und deshalb dachte ich mir an diesem Spieltag einfach, boah, die haben so viele Mons, die wahrscheinlich mitkommen und langsamer sind als Pyxi mit Speed. Lass einfach mal offensives Pyxi spielen. So, da dachte ich mir so, lohnt sich Life Orb, Magieschild oder so? Habe ich aber geguckt und so, nee, mit Handrak schwierig alles. Diese Arcani böllert übel rein, wir haben halt nichts, um das zu treffen, außer Aquawelle. Und deshalb, dieses Set, und zwar dieses Item, was ihr seht, das ist kein Weed, das ist Energiekraut. Das ist halt dafür da, dass ein Hit kann man auch brauchen übrigens. Ja, ist aber nicht so gut. solche Attacken wie Solarstrahl zum Beispiel, die ja zwei Runden brauchen, um anzugreifen, dass das alles in einer Runde passiert. Und wir spielen das mit dem Meteor Beam, einer neuen Attacke, weil wir spielen ja immer mit dem ersten DLC. Das heißt, das erste Mal so eine richtig neue Attacke, die so im Fokus steht bei uns. Und der Meteor Beam boostet halt den Spezialangriff um eine Stufe in der ersten Runde. Und in der zweiten Runde haut er einfach mit diesem Spezialangriffsboost einen 120er Gesteinsmove speziell raus. Und da wir Power-Up haben, funktioniert das alles in einer Runde. Bedeutet, wir boosten uns auf +1 und hauen direkt mit 120 drauf. Ja. Das Item verbraucht sich zwar danach, jedoch bleibt der +1-Effekt. Bedeutet, sind wir schneller als manche Dinge, können wir danach auf +1 trotzdem weiter reinballern. Ja, mit dem Investment, also 200 Speed, sind wir schneller als Fullspeed Tandrak, dieses schnellste 40er-Mon. Und mit Modest bollern wir einfach alles um. Wir haben vorhin halt Life Orb erwähnt. Ja? Der Life Orb ist nämlich auf einem anderen Mon. Ja, das der Life Orb ist heute auf unserem Hitmon. Hitmon haben wir uns gedacht, spielen wir einfach komplett offensiv. Wir haben gespeedcreep, glaube ich, auf dem Fullspeed Tandrak. Wir haben es diesmal langsamer gespielt, weil es halt nichts gelohnt hat. Nee, wir haben es vorhin mal Lolite gespeedcreept, stimmt. Und nicht Fullspeed Tandrak war, glaube ich, schneller als Humal. Als Minspeed Humal, egal. Auf jeden Fall, wir haben es so gespielt, dass wir halt dachten, okay, was brauchen wir? Wir brauchen Damage, wir brauchen Prios und wir brauchen bestimmte, also was wir halt gesehen haben, man braucht gegen das Team, also gegen Pion Dragic, Eis und Feuer. Weil sie haben Feuerschwächen dezent paar, sie haben aber auch Fire Weaknesses. Aber sie haben auch Eisschwächen und Eisweaknesses, deswegen muss man halt beides auf meistens auf einem Mon spielen, um halt immer hin und her switchen zu können. Ja. Beim Hitmon dachten wir uns halt dadurch, ja okay, wir spielen halt Life Orb, Iron Fist, Fake Out für die Prio ganz am Anfang, damit kann man auch schön wieder mit dem Ding leaden, Mach Punch für sowas wie Mammutl oder halt zum Beispiel Tohaido zu Prio und falls es low ist. Das Ding kann halt Revenge, Leaden, insgesamt reinböllern, solange er schneller ist. Und das konnten wir halt in diesem Spieltag gut ausnutzen. Und das Wichtigste an diesem Hitmonchan war, dass wir einen Full HP auf 100% Tandrak in 1v1 besiegen. Also wir haben einen Tandrak im Revenger. Genau, weil wir können einfach Fake-Out drücken. Sollten wir nach einem Revenge, können wir Fake-Out drücken, Ice Punch und dann ist das Ding eigentlich tot. Ja, auch mit Full HP. Das ist nice. Okay. Ich bin dran, oder? Ja, du bist dran. Gut, unser wunderbares Robot. Wie gesagt, dieses Tandrak war halt ein Ultra-Problem und ist auch das gefährlichste Mon im Gegnerteam. Und deshalb gab es natürlich nur einen Check, der hier wirklich nice war. Und das ist unser wunderbares Slowbro mit speziell defensivem Investment und der EV. Geht nur gut klar, weil Regenerator. Also wir heilen uns trotzdem hoch. Dann Scorb, Cypher, Flamethrower und Shadow Ball trifft eigentlich alles halt gut. Ja, diesmal auf dem Ding halt keine Eisattacke, weil... Weil wir dort einfach Psyshock spielen konnten und die anderen Mons, wo die Eisattacke gefehlt hätte, die wären uns problematisch geworden. Deswegen haben wir gedacht, spielen wir hier den Shadow Ball auch, einfach für zum Beispiel Muruda. Ja.
Wir haben zum Beispiel Skull gegen Mamutel und da haben Flame wir halt so gesagt, zwei Attacken gegen Muruda, kommt drauf an, ob, weil sie können halt mit Muruda gegen das Ding halt gut rein switchen. Da haben wir halt mehr Chance, Muruda in den Switch-In zu treffen. Ja, je nachdem, was für ein Team sie halt mitnehmen. Ja. Wir kommen zu unserem normalsten Set, würde ich sagen. Ja. Wir kommen zu Skarm. Skarm ist ein klassisches Leftovers Dirty Set mit Body Press, Brave Bird, Roost und Defog. Warum das Ganze? Wir haben gesagt, keine Rocks. Da kommen wir gleich zu. Wir haben einfach gesagt, wir brauchen was speziell Defensives. Nicht physisch, speziell physisch Defensives. Wir brauchen was physisch Defensives für alles, was physisch angreift. Wirklich, das Ding tankt fast alles, was physisch angreift. Außer vielleicht Arcani. Auch wenn es bei Arcani einen Extreme Speed halt übel tankt, aber halt nur die Feuerattacke nicht. Ne? Ja. Und das heißt, wir hätten auch zum Beispiel vielleicht Ockerberry spielen können, aber nee. Gegen Arcani wollen wir eh nicht drin bleiben mit dem Ding. Und wenn Arcani in uns reinwechselt, können wir Body Press, Brave Bird drücken. Macht beides dem Ding okay Schaden. Wir haben Roost dabei, wir haben einen Hazard Removal dabei. Weil Hazards tun uns auch in gewisser Weise halt weh. Manchen uns mehr, manchen weniger. Und apropos Stealth Rocks, wisst ihr, welches Mon auch bei uns Stealth Rocks kann? Ja. Und welches Mon einen neuen Namen hat, denn wir haben eine neue Regel. Mons, die bei uns, wir haben ja immer die Regel, dass wir nur einen Mon Shiny haben. Ja. Unser Shiny Mon, unser Match Winner, unser bestes Mon, das Mon, was wir am geilsten mögen. Ja. Ne? Das kriegt auch einen neuen Namen zur Shiny. Herzlich willkommen, Atomkuh. Ja. Es ist unsere Kuh diesmal. Metank ist diesen Spieltag more insane denn den letzten Spieltag. Und letzten Spieltag war es schon der Manaton-Check hoch 100. Ja, und dieses Mal ist einfach der Überraschungskonter, wie ich diese Atomkugel nenne. Auf jeden Fall, der Plan von Miltank ist halt einfach, Skarm zu unterstützen, weil, wie gesagt, Arcani und Tandrak, die zwei gefährlichsten Mons, mit Miltank, Skarm und Robert komplett, sind die komplett eigentlich bedient. Also die haben was zu tun mit denen. Und die Atomkuh ist einfach nice, weil die ist trotzdem, dass wir nur 8 Speed spielen, einfach schneller als diese ganzen Tandrax, keine Ahnung was, Dinger. Und dann kannst du nochmal. Es ist theoretisch auch ein Tandrak Revenger. Wir haben den Überraschungskonter. Falls die denken sich mit Mien Shao, was ja auch noch da ist, gegen Miltank drücken wir einfach Close Combat, killen die. Dann sagen wir nein, wir haben die Anti-Kampfbeere, dieses komische Faust-Dingens. Da an Miltanks Arsch. Und da drücken wir einfach Konter und dann nehmen wir irgendwas von denen raus. Wenn sie U-Turn, drücken wir auch Konter, weil dann kriegen die ja halt Damage. Und mit Milchgetränk heilen wir uns dann wieder hoch und Stealth Rock ist einfach nice, weil wir brauchten halt eigentlich Stealth Rocks in dem Team eigentlich ganz gut. Vor allem, wenn die jetzt irgendwie, wenn wir in einer guten Situation sind mit Miltank. Wir spielen auch weiterhin Thick Fat, weil wir uns halt dachten, ja, die haben nur Muruda im Gegnerteam, aber nee, wir sehen trotzdem Vegetarier nicht so krass. Einfach nur, weil wir lieber mehr von Arcani und von Mamutel tanken wollten mit dem Ding, um halt auch das zu kontern. Das einzige Problem ist wahrscheinlich Muruda, weil wir das halt nur mit Earthquake treffen und Donarion, weil wir das gar nicht treffen. Ja, und dafür Muruda war halt die Skarm da und Donarion war tatsächlich ein kleines Problem, aber Donarion kriegen wir zum Beispiel, wenn wir auch safe reinkommen mit Pixie gehandelt, weil das eigentlich schneller sein sollte. Ja. Und Skarm würde Damage machen. Dann war's das sogar mit unseren Sets und wir kommen direkt zum geilsten Part unserer Folgen. Wir kommen zum Kampf. Wir kommen zum Replay. Wir kommen zu dem geilen Scheiß. Und dafür, die Spannung steigt. Was haben sie mitgenommen? Ihr erfahrt es in 3, 2, 1. Da ist unser Team. Und wir sehen Tandrak, Muruda, Skalluk, Donarion, Mamutl und Tohaido. Was uns direkt auffiel, war halt, wo ist Arcani? Was uns danach auffiel, wo ist Klavion? Klavion war halt die Sache, wir haben es halt als sehr, also das beste defensive Mon bei denen gesehen, to be honest. Also sie dachten sich halt wahrscheinlich, Alter, gegen Defensive brauchen wir nicht Defensive, wir ballern rein. Haben aber trotzdem Skalluk mitgenommen, wahrscheinlich als Zoroark oder halt Amphira-Check, weil das Ding wallt die beiden halt recht okay. Problem war, die beiden haben wir diesen Spieltag nicht gesehen. Genauso wie unser Mega, welches übrigens das erste Mal nicht mitkam. Ja. Weil es also nicht gut aus gegen das Team, weil. Und übrigens,
Jungs, ja. Falls euch auffiel, das Thema unseres Spiels heute war einfach Graupink. Guckt euch unser graupinkes Team an. Ja, das ist generell unser ganzes Team, weil wir sind einfach Team ist einfach graupink, Alter. Wir sind einfach Team Pink. Deswegen auch das Mädchensymbol. Yes, man. Wir fangen aber erstmal an, was halt wir uns gedacht haben. Probably Leads bei denen sind halt Mamutel, Donarion ja. Oder Skalück. So, wir dachten aber eher Donarion und dachten halt in jedem der drei Fälle, ja, fuck it, wir gehen mit Hitmon rein und drücken Fake Out. Weil das war halt immer der Play. Das haben wir auch jetzt hier getan, das kann ich euch jetzt zeigen. Und der Mais kam rein. War halt dann kacke, aber wir dachten uns halt, ja, okay, was machen wir? Haben sie Power Whip dabei? Jetzt kommen wir zu einer wichtigen Situation im Spiel. Weil, jetzt war die Sache, Delmais macht nichts gegen Panzer Eron, aber auf Panzer Eron fanden wir die Leftovers so nice und wollten dann keinen Knockoff, deshalb haben wir predicted, dass die unser Panzer Eron predicten, weil es dann einfach so ein safe Switch in das Teil ist. Ja. Und deswegen und haben wir dir gedacht, dass sie nicht auf Power Whip gehen, sondern, und wenn sie auf Power Whip gegangen wären, wäre es uns eigentlich auch egal gewesen, denn wir kriegen den Fire Punch raus, sehen wir machen über 50%. Ja. Und wir drücken Power Whip, aber wir leben das tatsächlich. Ja. Bedeutet, wir mussten überlegen. Wir sterben nach einem Hit mit Hitmon Safe. Wir haben einen Life Orb. Wir können uns nicht wieder hochheilen. Wir haben keinen Wish oder irgendwas dabei. Das Ding ist basically dead. Wir können es als Kanonenfutter benutzen und jetzt hier saven. Oder wir drücken jetzt einfach eine Attacke und chippen irgendwas an. Wir sind durchgegangen, ob Fire oder Ice Punch besser ist. Ja. Und wir haben uns gedacht, weil gegen Moruda alles funktioniert, sind wir eher davon ausgegangen, dass vielleicht Mamute wieder reinkommt. Falls sie den Ice Punch predikten wegen Tandrak oder was auch immer oder Skalück und haben uns jetzt gedacht, dass wir Fire Punch drücken. Dann kam Skalück doch rein. Was uns gewundert hat, weil das haben wir am wenigsten gesehen. Ja, und Skalück kam rein, tankt halt einen Hit. 30% sind halt okay. Aber das ist halt der erste Kill für, glaube ich, Moruda hat den Kill bekommen trotzdem. Ja, Tim ist tot, aber das Wichtige ist jetzt, kommt zum Beispiel. Tim ist tot, aber Tim hat trotzdem Work gemacht. Das ist Moruda ist Half-Life. Das Ding ist angechippt. Tim, wir lieben dich. Ja, und Mrs. Junior sieht gerade insane aus, weil der Plan war ja mit Rihornio einmal Rock Polish und dann durch das ganze Team und jetzt haben wir. Das Ding ist halt, wovor wir Angst hatten, ist halt einfach, wenn wir jetzt Rock Polish drücken, dass das Tohido einfach Protect drückt und uns dann one-hitted. Oder so. Wasserdüse drückt. Und deshalb sind wir hier erstmal safe auf die Stone Edge gegangen, weil wir sind schneller. Die spielen kein Fitzgar. Und Stone Edge, ich habe meinen ersten Kill gegen P3 gelandet mit einem. Mit einem Pokémon der Rihornio-Reihe. Ich bin zufrieden. Mrs. Junior kommt rein und killt erstmal. Holt, glaube ich, seinen ersten Kill bei uns. Hat ja den einen Spieltag leider nicht viel machen können. Ja. So, und jetzt kam eine geile Situation, weil die können nichts, wirklich gar nichts in Raiden reinswitchen. Ja, die können nichts in Raiden richtig reinswitchen. Deswegen sind sie zum Mammutel gegangen und sagt sich wahrscheinlich, wir holen den Chip raus, beziehungsweise wir two-hitten. Die können uns, glaube ich, theoretisch mit Earthquake two-hitten. Wir haben halt wieder überlegt, speeden wir oder bleiben wir einfach normal drin? Wir sind fürs normal drin geblieben, because halt immer noch. Weil wir die Rocks predicted haben. Wir haben auch teils die Rocks predicted, die kommen auch. Und wir drücken hier einfach Stone Edge, treffen ein zweites Mal, machen wieder über 50% und dachten uns auch, komm, das funktioniert auch bestimmt ein drittes Mal. Tanken den Earthquake, tatsächlich hätten wir sogar zwei Hits gelebt. Und nehmen das Ding raus, zwei Kids für Rihorn, let's go, also für Rizoros, let's go. Alle drei nicht getroffen haben, war zwar schade für die, aber wir hätten auch Earthquake drücken können, hätte das und da ist es drin, da ist das Highlight. Das Highlight dachte sich aber erstmal, scheiß auf Speed Boost, wir gehen instant in die Mega. Wo wir uns dachten, shit, here we go again, aber auch, shit, that's exactly what we wanted, because, wir kriegen jetzt, mit Rock Polish sind wir schneller als das Ding. Das ist halt geil. Problem, was wir halt hatten. Was wechseln wir jetzt gegen Donarion rein? Skarm stirbt, alles andere wird getwo-hitted oder stirbt. Ja. Das heißt, doch kein Rizeros. Ja. Wir brauchten halt einfach, wir sind halt davon ausgegangen, dass sie vielleicht einfach Wurzel drücken. Also tatsächlich hätten wir mit Skarm drin bleiben können, denn sie gehen hier tatsächlich auf den Bossy Flash Cannon, weil sie wahrscheinlich mit Pixie gerechnet haben. Ja. Aber wie gesagt, es ist halt am wenigsten gesehen, wir haben es am wenigsten gesehen, aber wir haben halt nicht gedacht, Heilzeit. Ja. Aber das war nicht. Aber es ist okay, es ist okay. Also können wir nämlich, das war der Play, der danach kam, jetzt können wir nämlich unser Pixie reinholen. Die Rocks tun jetzt weh, aber wir wissen, wir sind schneller. Und was machen wir? Wir drücken einfach Meteor Beam. Weil egal was reinkommt, Meteor Beam killt fast immer. Außer vielleicht das Schlimmste, was jetzt reinkommen könnte, wäre eigentlich Tohido. Ja.
Maruda wäre gestorben auf 50%. Ja, ich weiß, aber das Schlimmste, was hier hätte passieren können, dass sie was anderes abwerfen, danach mit Twilight was machen. Aber so oder so, sie müssen jetzt eigentlich was abwerfen, also... Oder sie halt irgendwie, sie wissen halt, ja. Also sie müssen entweder das Ding opfern oder etwas in einen Pixie reinzwischen. Sie denken halt, das ist defensiv, gehen dann halt deswegen auf ihr Pferd und ja, der Meteor Beam kommt, der Meteor Beam greift wie geplant in einen Turn an und das Gossenpferdchen kriegt erstmal fast 50% Damage. Und wisst ihr was? Wir haben einen Ice Beam auf plus 1. Und wisst ihr, was ein Ice Beam auf plus 1 macht auf 63%? Richtig, killen, sie protecten, fuck. Jetzt war die Überlegung, was für ein Investment sind sie, haben sie vielleicht doch eine Chance zu überleben, aber wir sind hier einfach auf den Gamble gegangen, weil wir hatten, glaube ich, wir hatten 50 bis 70% Chance war es, glaube ich, zu killen, trotzdem HP. Es war eine Roll, aber eine Roll in unserem Favor, wir gewinnen die Roll, die 69%, die nicen Prozent helfen ihnen leider diesmal nichts. Unser Pixie holt einen Kill. Und jetzt ist halt die Sache, was machen sie jetzt? Was wechseln sie in einen Pixie rein? Also sie müssen wieder was abwerfen. Sie müssen halt irgendwas, wirklich, egal was sie halt machen, sie werfen irgendwas ab. Weil bei einem Pixie können wir einfach beruhigt jetzt hier, also wir können jetzt gegen das Narion einfach Flamethrower drücken. Sie wechseln nicht raus oder so, sie doublen nicht, sie opfern das Ding einfach. Weil sie wahrscheinlich nicht gerechnet haben, dass sie Flamethrower dabei hatten, weil wir ja schon einen Ice Beam gezeigt haben und vielleicht Moonblast und einen Healing Move brauchten. Und wir haben Boise nicht einen Healing Move gespielt, weil wir uns dachten, Pixie bringen wir rein, drücken Meteor Beam und opfern das Ding dann direkt. Das soll so viel Damage machen wie möglich. Und deswegen kam jetzt Tohaido rein und sie machen den schlauste Sache, die sie halt wahrscheinlich schon vorher machen hätten sollen. Jedoch hätte es denen wahrscheinlich nichts am Ende des Kampfes geändert, denn ihr seht schon, es läuft gerade etwas gut für uns. Der Flint-Turn kommt, wir drücken einfach Moonblast, das killt auch das Delmice. Tohaido kommt wieder rein, wir drücken nochmal Moonblast, weil wir uns dachten, das Einzige, was jetzt noch rettet, ist ein Sword Dance. Bedeutet, wir drücken einfach Moonblast in Hoffnung, dass sie nicht Sword Dance vielleicht, weil sie boysig sind und sich denken, ja, wenn wir jetzt rausgehen oder uns hochheilen, was weiß ich. Ja, also an hier das Match eigentlich schon gewonnen. Ja, das Match ist gewonnen, denn wir haben noch unsere Wildcard. Wir haben noch unsere Tohaido Wildcard. Hier ist sie, unsere Wincon, unsere Atomkuh. Sie drückt Konter und wir gewinnen diesen Spieltag. Gegen den Tabellenführer, den ungeschlagenen Tabellenführer mit der Atomkuh. Nämlich 3-0. Ja, 3-0. Wir haben Slowbro nicht mal gebraucht. So, und wisst ihr was? Wir machen jetzt hier einen kleinen Cut. Ich werde gerade nämlich von meinem Vater gerufen. Wir sind gleich wieder da. Oh mein Gott! 3, 2, 1. We are back, we are here with the Tabelle. Erste Sache, die mir direkt aufgefallen ist, wir sind tatsächlich mit der Differenz wieder neutral. Wir konnten das 6-0, 5-0, das 6-0 und das 4-0 wieder ausbauen. Tatsächlich mit bei niedrigen Siegen, niedrig mit mittelmäßigen Siegen und dann halt den 5-0 gegen die Private Salamanders. Ja. Insgesamt sieht es für uns gerade dezent gut aus. Wir stehen 4-2, wir sind auf Platz 5 und eine Niederlage jetzt im nächsten Spieltag zum Beispiel haut uns nicht aus einem Playoff-Platz. Zu einer großen Wahrscheinlichkeit zumindest. Ja, dann das Coole ist, mit dieser Position sind wir halt mit in der oberen Hälfte, weil da oben haben alle 12 Punkte und halt Beyond Orgisch. Und wenn wir da nochmal gewinnen, also wir können eigentlich unseren Platz gut verteidigen auf dieser Position, weil also, diese untere Hälfte hat sich so langsam gebildet. Und also wir sind halt, wir stehen besser als G-Ninja letzte Season. Und Coca-Cola die ganze Season. Bis zum Ende. Bis zum Ende. Du am Ende hast du rasiert. Auf jeden Fall, erstmal hat TJ es wieder geschafft, Hexprofit und Pianragisch zu besiegen. Welche wieder oben auf der Tabellenspitze chillen. Jetzt fürchten die Leute übrigens. Ja, übrigens. Wir haben uns endlich... Also, wir haben ja auf unserem Discord-Server, ich glaube, Link ist auch unten in der Beschreibung. Ich weiß nicht, ob ich den da drin habe. Wenn nicht, erinnere ich mich, glaube ich, dann hau den rein mal. Könnt gerne auf dem Discord joinen. Ja, dürft ihr wahrscheinlich am Tippspiel. Ihr seht die Videos mehr, ne? Ihr könnt mit uns chatten. Okay. Wir sind prominent. Nein, aber wir haben halt auch unser Tippspiel dort, wo ihr halt gerne mitmachen dürft. Und dieses, also für nächstes, also wir nehmen ja an dem Dienstag auf. Leute, wir wissen schon, das Tippspiel von, so die Tendenz des Tippspiels für den nächsten Spieltag. Und wir sehen gut aus diesmal. Also die Leute glauben mal an uns. Denke ich. Also keine Ahnung. Ich glaube langsam so
kommen wir von dieser Rolle der Underdogs, die wir ja beide irgendwie hatten, sag ich mal, ne? Wir hatten ja halt immer so, ich weiß nicht wieso, aber wir hatten immer so den Ruf von, ja, das Team sieht eigentlich gar nicht mal so scheiße aus und die Spieler sind eigentlich voll okay, aber trotzdem sehen wir die eher in der unteren Hälfte. Ja, und jetzt, da wir Pion Dragisch und Hexosid besiegt haben, sind wir die neuen Pion Dragisch und Hexosid. Nein, okay, das jetzt nicht, aber insgesamt finde ich ja halt, dass wir halt gut climben und halt auch zeigen, dass wir beide was können. Wir sehen halt ja über uns mit derselben Punktzahl Nervensägen und Memotails. Memos ist halt so ein Ding, die werden wir wahrscheinlich nicht einholen, solange sie nicht verlieren, weil wir selber gegen sie verloren haben. Sie stehen auch halt insane, also wirklich verdienter dritter Platz. Und die Nervensägen sind einfach nur mit einer Differenz von 3 über mir. Und dann merkt man, wie eigentlich gut ich und Robin eigentlich hätten sein können, hätten wir letztes Season ein besseres Team gehabt. Seien wir ehrlich, der Typ ist insane. Nervensägen, Grüße gehen raus. Aber auch Grüße gehen raus an Zatu. Ganz kurzer Fun Fact: Der Junge hat zweimal hintereinander im Team PL Talk gegen uns getippt. Und zweimal hat er falsch getippt, weil wir die beiden Spieltage gewonnen haben. Deswegen, Zatu, bitte. Bitte wette weiter gegen uns. Danke. Das bringt uns Glück. Das bringt uns Glück, Zart. Du bist unser Glücksbringer. So ein TPA-Titelmann findet ihr den Links unten in der Videobeschreibung. Ihr wisst Bescheid. Schaut bei Zato vorbei. Guckt die TPA-Talks an. Ist ein kleines Recap, immer wenn ihr nicht alle Videos angucken könnt. Ist wirklich ein kleines Recap. Letzte Folge war mit TJ. Wir haben Coca-Cola, aber Corvette Union hatte auch mal teilnehmen dürfen am TPL Talk. Wir haben auch TJ hat für uns unser Team vorgestellt dazu noch. Okay. Insgesamt, der Spieltag lief okay. Das Einzige, was es auch noch getan hat, dass es einen Strike diesen Spieltag wieder gab von Raid. Die haben leider zweimal den Rocky Helmet mitgenommen. Wahrscheinlich war es aus Versehen passiert. Ja. Kann man nichts machen. Ist halt schade. Kleiner Fact zum Ende des Videos, nur wer bis am Ende hier bleibt, erfährt den Fact. Ich habe in TPL Season 1 im ersten Spieltag, da gab es das, gibt es sogar auf YouTube von Pardes und Shinx, guck gerne vorbei, da habe ich verbotenerweise 2 doppelte Items auch gespielt, habe aber keinen Strike bekommen, weil ich es verheimlicht habe. Und es hat halt nichts am Spielgeschehen geändert. Wir gehen jetzt aber nochmal kurz auf den Spieltag ein. Wir gucken uns das hier an. Wir sehen halt jetzt erstmal nächsten Spieltag. Das seht ihr hier gerade, ne? Für Stock, das ist unten in der Videobeschreibung. Das wisst ihr, glaube ich, jetzt aber auch langsam. Nächsten Spieltag geht's gegen TTT ran. TTT war für Tabellenplatz 9, glaube ich. 10, ja, 10 sogar. Sie sind in der unteren Hälfte. Jedoch, deren Team ist Dame Strong. Also, sie haben eine sehr schöne Offensive. Wir werden nicht zu viel erzählen, weil wir noch an das Team bedingen müssen. Ja. Aber wir sind zuversichtlich auf den Spieltag. Wir unterschätzen keinen Gegner, wirklich keinen. Nee. Und wir wollen den 4. Sieg in Folge. Das können wir euch versprechen. Einfach nur vollständigkeitshalber können wir auch euch einmal kurz die Kehrangliste zeigen, wenn ihr wollt. Da sehen wir nämlich einen neuen Spitzenreiter. Das Tandrak ist jetzt nämlich auf Platz 5. Wir haben ganz oben ein fucking Wolverock. Und Snebel. Und Gottraum. Sieht cool aus. Alle 3 neuen Kills. Weil Gottraum wieder ein paar Kids dieses Spieltag gemacht hat, weil das ist eine lange Geschichte. Und tatsächlich das Mon von uns, was die meisten Kills hat, ist Pixie. Nur wegen dem Meteor-Beam. Also Pixie hat davor halt 3 Kills gemacht und jetzt nochmal 3 Kills. Amphira, Zairon und Voltense waren halt immer die Mons mit 5 Kills. Unsere Kills sind halt immer so beim S bis A. So, ja, okay, Lamus hat jetzt nicht die Kills gemacht, aber Wir merken schon, was so unsere Killgetter sind. Rizeros ist jetzt auch endlich dabei, nachdem es halt die ersten 2 Kills geholt hat. Und eine Sache gibt's noch. Scharfax müssten wir erstmal mal spielen. Ja, aber es sind halt schon manche Mons nicht gespielt worden. Bald, Leute, kommt es. Ja, bald, irgendwann kommt es. Spätestens letzten Spieltag kriegen wir es, glaube ich. Verfolgt doch weiter die TPL, um zu sehen, ob Scharfax wirklich irgendwann mitkommt. Verfolgt weiter die TPL für Scharfax. Hashtag Scharfax for the win in die Videobeschreibung. Ja. Nee, nicht in die Kommentare. In die Kommentare. dann danke ich dir, TJ, dass du endlich mal wieder dabei warst bei einer Aufnahme. Ja, und ihr hört uns vielleicht mal auch in der Live-Aufnahme bald.
Weil wir haben geplant, auch mal ein bisschen die ein oder andere Live-Aufnahme zu machen. Die letzten Mal hat es nicht geklappt. Eigentlich wollten wir schon diesen Spieltag, nur haben wir erstmal Legends Never Die die ganze Zeit gesungen. Und zweitens hat DJs Internet am Anfang gespackt, weil wir nicht eine Anmod und so machen konnten, leider. Nicht, ihr hättet nur ab Turn 3 oder so sehen können. Ja, ihr hättet es nur ab Turn 3 richtig verfolgen können. Das hatten wir nicht gewollt. Also vielleicht kriegen wir es schon ab Spieltag 7 hin. Oder halt auch erst Spieltag 13. Aber einen werdet ihr bekommen. Zu 80%, sag ich mal. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne eine positive Bewertung da lassen, wenn es euch nichts ausmacht. Schaut gerne bei den anderen TPA-Teilnehmern vorbei, bei uns im Discord, bei uns, bei unserem Doc, wenn ihr alles zum Spieltag verfolgen wollt. So, selber nochmal und so, ne? Und dann würde ich sagen... Gute Nacht an die Leute, die das zum Einschlafen gucken. Schlaft schön. Ja, würde ich sagen, gute Nacht, guten Tag, guten Mittag, was auch immer. Wir sehen uns im nächsten Video mit TJ hoffentlich. Ciao. Übrigens könnt ihr jetzt auch hier aufs letzte Video klicken, auf das letzte TPA-Video klicken oder meinen Kanal abonnieren oder auf unsere TPA-Playlist gehen. Das wird nämlich unser Outro jetzt. Yay. Und das sagst du mir erst jetzt. Ja. Lass doch irgendeine coole Mucke reinspielen oder so.